Dieser Fall ereignete sich in der Gemeinde Aguilar de Campo, die zur Provinz Palencia in Nordspanien gehört. Virginia Guerrero Espejo und Manuela Torres Bugefa waren Einwohner von Aguilar de Campo, einer Gemeinde mit weniger als 7000 Einwohnern. Virginia und Manuela waren beste Freundinnen und verbrachten ihre gesamte Freizeit miteinander. Sie liebten es, sich zu amüsieren und besuchten heimlich verschiedene Partys, ohne dass ihre Eltern davon wussten. Virginias Familie bestand aus 5 Personen, der Mutter, 2 Brüdern und einer Schwester. Der Name von Virginias Mutter war Trinidad Espejo Muñoz. Manuela lebte ebenfalls bei ihrer Mutter, einer Frau algerischer Abstammung namens Karima Bugefa. Manuelas Vater, José Torres, geboren in Malaga, lebte in Frankreich und arbeitete als Sicherheitschef in einem Einkaufszentrum in Marseille. Am 23. April 1992 bat Virginia ihre Mutter um eine kleine Geldsumme, um angeblich einen Kuchen für die Geburtstagsfeier einer Freundin zu kaufen, zu der sie eingeladen war. Virginia traf sich jedoch mit ihrer Freundin Manuela. Sie fuhren dann mit dem Zug in die Gemeinde Reynosa, um eine Party in einem Club am Platz der Verfassung zu besuchen. Sie verließen den Club, in dem die Party stattfand, gegen 21 Uhr. Es wird angenommen, dass sie, wie viele andere Menschen zu dieser Zeit, beschlossen, nach Hause zu trampen. Die letzte Person, die die Mädchen sah, war eine Frau aus Aguilar de Campo, die auf dem Heimweg von Reynosa war. Sie behauptete, sie habe die beiden jungen Mädchen die Straße entlang gehen und dann in einen weißen Seat 127 einsteigen sehen, der auf ihre Bitte hin anhielt. Danach kehrten sie nicht mehr nach Hause zurück. Die Eltern der Mädchen schlugen noch am selben Abend Alarm und meldeten sie bei der Polizei als vermisst. Die Guardia Civil organisierte eine Suchaktion und suchte sowohl in Aguilar de Campo als auch in Reynosa. Leider wurden keine Spuren gefunden. Angehörige und Nachbarn der vermissten Mädchen beteiligten sich ebenfalls aktiv an der Suche und bildeten einen Suchtrupp mit dem Namen Nachbarn von Aguilar. Auch dieser Trupp blieb erfolglos. Die Suche wurde durch mehrere Faktoren erschwert. Der erste Faktor war der Mangel an Technologie, die heute zur Verfügung steht. Damals gab es noch keine Mobiltelefone oder Überwachungskameras. Der zweite Faktor, der die Suche nach den Mädchen ebenfalls behinderte, war das veraltete Protokoll der Behörden in solchen Fällen. Die Behörden mussten 48 Stunden warten, um die Meldung der Eltern als Entführung oder gewaltsames Verschwinden zu bearbeiten, bevor eine umfassende Suche beginnen konnte. Ein dritter Faktor, der die Suche erschwerte, war das Fehlen von Programmen zur genetischen Identifizierung. Die erste große genetische Datenbank entstand erst viel später. Mit ihrer Hilfe kann die DNA von Verschwundenen relativ schnell mit organischen oder skelettartigen Überresten abgeglichen werden, falls welche gefunden werden. Der vierte Faktor war die Existenz eines anderen, ähnlichen, aber medienwirksameren Falles, der von der Polizei untersucht wurde und als verschwundene Alcázar-Mädchen bekannt ist. Die Leichen der Opfer dieses Falles wurden 1939 gefunden. 3 junge Mädchen wurden entführt, gefoltert, sexuell missbraucht und schließlich von 2 Männern ermordet. Einer von ihnen saß seine Strafe ab, der andere ist noch auf der Flucht vor der Justiz. Aufgrund dieser Faktoren und des Mangels an neuen Hinweisen geriet der Fall des Verschwindens von Virginia und Manuela schnell in eine Sackgasse. Am 9. Oktober 1994 wurden in der Nähe des Requeada-Stausees, einige Kilometer von Aguilar de Campo entfernt, 2 Säcke mit menschlichen Knochen gefunden. Eine spätere gerichtsmedizinische Untersuchung schloss die Möglichkeit aus, dass die Überreste von jungen Mädchen stammen könnten. Später erfuhr man, dass es sich um 2 Opfer des Spanischen Bürgerkriegs handelte. Zu diesem Zeitpunkt lebten die Eltern der Mädchen eher zurückgezogen und beschlossen, sich von den Medien fernzuhalten. Das lag vor allem daran, dass mehrere Lokalzeitungen und Fernsehsendungen voreilige Schlüsse gezogen und behauptet hatten, die von der Polizei gefundenen Überreste gehörten zu den vermissten Mädchen. Dies hatte bei beiden Familien große Verärgerung und Enttäuschung gegenüber den Medien ausgelöst. Der nächste Hinweis kam im Frühjahr 1997, als sich eine ehemalige Hausbesetzerin, die damals in einem der besetzten Häuser in Madrid wohnte, an die Polizei wandte. Die Frau gab an, sie habe Virginia und Manuela in Begleitung eines jungen Mannes gesehen. Ihr zufolge sahen die Mädchen gut aus und waren im Punk-Stil gekleidet.
Auf der Grundlage dieser Beschwerde wurde eine Untersuchung durchgeführt, in deren Rahmen die Stadtpolizei die Madrider Hausbesetzer befragte. Leider waren die Ermittlungen nicht schlüssig. Im Jahr 2006 beschloss das Gericht, den Fall wegen mangelnder Beweise und Verjährung vorläufig einzustellen. Im Jahr 2013 erklärte der ehemalige Chefankläger Ignacio Gordillo in einer Fernsehsendung des spanischen Staatsfernsehens, dass Virginia und Manuela aus rechtlicher Sicht für tot erklärt werden könnten. Der ehemalige Beamte stellte jedoch klar, dass es im Fall der vermissten Mädchen keine Anzeichen von Gewalt gab, was seiner Meinung nach Raum für Optimismus ließ. Die Geschichte der vermissten Mädchen ist erneut in die Medien geraten, nachdem Polizeibeamte bekannt gegeben hatten, dass ein Kieferknochen geborgen worden war. Das geschah im Jahr 2018. Die gerichtsmedizinische Untersuchung ergab, dass der Kieferknochen einem Teenager im Alter zwischen 13 und 16 Jahren gehörte. Obwohl das Alter zu dem der Mädchen passte, war der Besitzer dieses Knochens jedoch vor mehr als 25 Jahren gestorben. Eine anschließende DNA-Analyse ergab ebenfalls keine Übereinstimmung mit den Angehörigen der vermissten Mädchen. Im Jahr 2021 erhielt die Polizei dank einer Fernsehsendung über ungelöste Verbrechen und vermisste Personen eine neue Spur. Die Polizei wurde von einer Frau kontaktiert, die angab, dass sie und eine Freundin ein Jahr vor dem Verschwinden von Virginia und Manuela die gleichen Umstände erlebt haben könnten wie die Mädchen. In dem Fall ging es um eine Entführung. Auf der Grundlage dieses Hinweises ordnete das Gericht erster Instanz die Wiederaufnahme der Ermittlungen und des Verfahrens an. Nun verfügte die Polizei über eine Liste mehrerer Personen, die von der Zeugin identifiziert worden waren, die sich nach dem Anschauen der Fernsehsendung an die Polizei gewandt hatte. Ein Jahr später beschloss das Gericht jedoch, den Fall vorläufig einzustellen, da alle Verdächtigen von der Liste der an der Straftat beteiligten Personen gestrichen worden waren. Die Verwandten von Virginia und Manuela sind nach wie vor überzeugt, dass sie leben. Ihnen zufolge werden sie erst dann etwas anderes glauben, wenn sie ihre Leichen sehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Like. Über ein Abo würden wir uns auch sehr freuen. Bis zum nächsten Mal im nächsten Video.